Many monarchs have come and gone. One drowned in poison, another succumbed to flame. Still another slumbers in the realm of ice. Not one of them stood here. As you do now. You, conqueror of adversities. Give us your answer. Ja. Der letzte Kampf gegen den Scholar of the First Sin. Oh. Und ja, er bombardiert uns erst einmal. Was macht jetzt? Ja. Der wahrscheinlich schwierigste Boss hier in dem Dreiergespann. Oh. Allein schon deswegen, weil er eine sehr hohe Defense hat, dadurch, dass er brennt. Er ist aber komplett unbeweglich. Und am besten anzugreifen, wenn er sich gerade geportet hat. Ja, Schild bringt uns gegen ihn leider nicht viel. Genau, wenn er das macht, dann haben wir die besten Chancen, ihn anzugreifen. So, dann sollten wir aber auch noch ein paar Mal zustechen, das Weite suchen. Da taucht er als nächstes auf. So, wir stechen einmal zu und gehen dann in Deckung. Wir könnten, wenn ich aufpasse, ihn sogar hier beim ersten Mal schaffen, so wie wir das Shenwa geschafft haben. So. Genau. Ja, Aldia, der uns das ganze Spiel über verfolgt und beobachtet hat, ist unser Endboss. Seine Angriffe sind relativ harmlos. Er ist halt schwierig zu besiegen, weil er so guten Schutz hat. So. Au. Und jetzt brennt er noch heißer. Jetzt dürfen wir uns gar nicht mehr richtig an ihn ranwagen. Das war ein bisschen gefährlich, weil ich nicht sehen konnte, was hinter mir war. Aber soweit ich weiß, liegt da eine Wand. So, versuchen wir es mal mit Heilstein. Dann kann ich mir nämlich den Third Try sparen. Also den Second Try bei ihm. So. Während er beim Sterben ist, benutze ich einen Human Effigy. I lost everything, but remain here patiently. A throne will certainly receive you. But the question remains. What do you want? Tell me. Light, dark, or something else entirely? Yeah.
Wir dürfen uns jetzt entscheiden. Wenn wir hier gehen, verlassen wir den Thron. Und wenn wir hier hingehen, gehen wir zum Thron. Das da hinten ist nämlich der Thron des Verlangens. The Throne of Want. Und wenn man sich das Ding mal genau anguckt und sich mal hier allgemein umguckt, hier liegt Asche. Und das ganze Ding sieht aus wie eine Art Ofen. Mit ein bisschen viel Fantasie. So eine Art Schmelzofen, Brennofen. Tja, wir kommen am Ofen der ersten Flamme. Kiln of the First Flame. Deswegen habe ich auch, glaube ich, schon mal gesagt, dass ich vermute, dass die Sympathie der Riesen das Herrschergefäß ist. Sympathie der Riesen. Jeder König hat seinen rechtmäßigen Thron und wenn er auf ihm sitzt, sieht er, was er zu sehen wünscht. Aber vielleicht zeigt der Thron auch dem König nur das, was er zeigen möchte. Die Flammen tosen, doch schon bald werden sie vergehen und nur ein wahrer Erbe wird sie noch lodern lassen können. Was könnte ein Thronanwärter wohl wirklich begehren? Ja. Die Sympathie der Riesen ist meiner Meinung nach das Herrschergefäß. Und wir können uns jetzt wieder entscheiden zwischen dem guten und dem bösen Ende. Wobei das echt auch nicht ganz stimmt. Nämlich wir können uns entscheiden zwischen dem Lichtende und dem Dark Ending. Wobei das da das Dark Ending ist. Ich werde euch jetzt das Lichtending zeigen, also das hier als Lichtending beenden. Werde dann aber auch mal die Dark Ending Szene einspielen. Wenn ich sie hoffentlich finde, was ich eigentlich sollte. Gut. Dann mal ab zum Thron. Die Szene ist etwas spektakulärer als das Dark Ending. You who link the fire. You who bear the curse. Once the fire is linked, souls will flourish anew, and all of this will play out again. It is your choice to embrace or renounce this. Great Sovereign, take your throne. What lies ahead, only you can see. No path. Beyond the scope of light, beyond the reach of dark. What could possibly await us?
such is our fate. Ja, das waren die beiden Endszenen. Also zuerst das, was wir gewählt haben, und dann die Dark Scene. Und jetzt sind wir bei den Credits. Gut, damit haben wir eigentlich den Story-Teil, den es gibt von Dark Souls 2, Scholar of the First Sin, abgeschlossen. Ich muss zugeben, wie jeder Dark Souls-Teil ist Dark Souls 2 ein schönes Spiel geworden. Es hatte allerdings ein paar atmosphärische Lücken, muss ich ehrlich zugeben. Also das Spiel war schwer, wie auch Teil 1 und Teil 3 vor allem. Teil 3 ist meiner Meinung nach der schwierigste Teil. Wobei ich immer auch Teil 1 am coolsten finde, abgesehen davon, dass er schlecht portiert wurde. Ich hoffe, euch hat das Let's Story gefallen und ihr konntet noch ein paar Sachen über Dark Souls 2 erfahren, beziehungsweise viel über Dark Souls 2 erfahren, was ihr noch nicht gewusst habt oder gar nicht wusstet, weil ihr es selber nicht gespielt habt. Deswegen gab es ja das Let's Story und nicht nur ein Let's Play dazu. Weil einfach durchrennen und alles töten, das ist einfach, wenn man das Spiel kennt. Wenn, da hätte ich es blind machen müssen, aber Dark Souls blind zu Let's Playen, das wäre für mich ein Graus gewesen. Deswegen habe ich ein Let's Story draus gemacht. Ja. Um so viel wie möglich auf Story-Fragmente einzugehen, die so drin vorkommen. Also jetzt zum Beispiel das mit den vier Schwestern der Dunkelheit und den vier verschollenen Königen. Übrigens hat Aldia die gerade eben noch im Endfight, vor dem Endfight erwähnt, die drei Könige, die dessen Namen vergessen wurden. Also der eine im Gift ertrunken, der andere in der Flamme aufgegangen und der dritte, der im Eis ruht. Also Sunken King, Iron King und Ivory King. Dann hat uns Aldia herausgefordert, als letzte Prüfung sozusagen. Diese haben wir auch bestanden. Wir haben alle drei Bossfights nacheinander gemacht, ohne dazwischen mal zu sterben. Außer jetzt halt das eine Mal beim Thronewatch und Throne Defender, ganz am Anfang. Aber es hat ganz gut geklappt, muss ich sagen. Ja. Wir haben auch alles abgedeckt, bis auf ein paar kleine Sachen, die ich jetzt dann nach dem Credits nachholen werde. Also diejenigen von euch, die nur die Story sehen wollten, die können jetzt dann abschalten, sage ich mal. Diejenigen, die sich noch für den Rest interessieren, können da die restlichen Folgen, die wahrscheinlich zwei Folgen noch, schauen. Oder ich mache drei Folgen draus, je nachdem. Oder eine extra Folge, eine Special Folge sozusagen. Und dann, ja, ist dieses Let's Play auch vorbei. Deswegen werde ich jetzt schon mal hier die Abschiedsrede halten. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Spiel Spaß gemacht, das Zusehen, und konntet noch was über das die Story erfahren. Auch wenn sie hier ein bisschen mauer war als im ersten Teil, das wollte ich ja die ganze Zeit ansprechen. Im dritten hat das Ganze wieder etwas mehr Story. Das kann ich schon mal versprechen. Also es gibt viel mehr, worüber man philosophieren kann und so weiter. Weil es ja auch wieder der alte Leiter ist, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Ja. Trotzdem hat mir das Let's Story hier wieder sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es einige frustrierende Momente gab. Unter anderem Sir Alone, den ich damals offscreen ziemlich einfach besiegt hatte, beim vierten oder fünften Versuch. Und mich hier ewig lang gequält habe. Und ja. Ich hoffe, ihr habt Nachsicht mit mir, was das angeht. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei meinen anderen Projekten dann wieder. Ich lasse jetzt die Credits noch durchlaufen. Weil jetzt kommt noch die Credits vom Original Dark Souls. Und ja, dann würde ich sagen,
bis zum nächsten Projekt oder in den Special-Folgen, die jetzt noch am Schluss kommen, indem wir noch die paar Sachen nachholen, die nicht zur Story gehören, sondern zum einfach nur Sachen im Spiel sind. Jo, also, bis dann.